Wir wollen mehr Demokratie wagen. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Bremen 1, die Chronik. 29. Juli 1990. Heute vor 30 Jahren verstarb der ehemalige österreichische Bundeskanzler Bruno Kreisky. Martin Busch. Dass Bruno Kreisky 4781 Tage lang Kanzler von Österreich sein würde, danach sah es in seinen jungen Jahren nicht aus. Er verbringt 1,5 Jahre im Kerker. 1938 muss der Sozialist auf Druck der Nazis seine Heimat verlassen, kehrt erst 1950 aus dem schwedischen Exil zurück. Er sei Jude und Emigrant und könne in Österreich nicht besonders viel erreichen, betont Kreisky damals. Dass es anders kommt, hat auch mit seinem kommunikativen Talent zu tun und der Fähigkeit, sich in den Redaktionen der Alpenrepublik Freunde zu machen. Kreisky habe in einer Art stiller Koalition mit den Journalisten regiert, meint der Publizist Paul Lendwey. 1959 übernimmt Kreisky zunächst das Amt des Außenministers. Die erste und wichtigste Aufgabe der österreichischen Außenpolitik ist es, Verhältnisse, außenpolitische Beziehungen so zu entwickeln, dass die 7 Millionen Menschen in Österreich in Ruhe und Frieden leben können. Aber auch der Weltfrieden ist ihm ein Anliegen. Er vermittelt im Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern und arrangiert 1961 ein Treffen der Kalten Krieger Kennedy und Chruschtschow in Österreich. 10 Jahre später passiert dann etwas, das heute vollkommen unrealistisch wäre. Die SPÖ erlangt die absolute Mehrheit der Stimmen. Auch weil Spitzenkandidat Kreisky ein nahbarer Politiker ist, der im Wahlkampf mit Kindern auf die Kirmes geht und sich als Regierungschef vor laufender Kamera zum eigenen Fahrverhalten befragen lässt. Herr Bundeskanzler, kommt man als Regierungschef überhaupt dazu, selber Auto zu fahren? Naja, ich fahre im Abend häufig, wenn ich privat aus bin. Ich fahre im Urlaub, Sonntagen, wenn ich nicht sozusagen im Dienst bin, fahre ich selbstverständlich auch dann. Herr Bundeskanzler, eine sehr diskrete Frage. Fahren Sie mit Gurten? Über Land, auf längeren Strecken, ja. In der Stadt nicht? In der Stadt nicht, nein. Ob angeschnallt oder nicht, es ist die goldene Ära der österreichischen Sozialdemokraten. Kreisky sorgt für einen sozialen und ökonomischen Aufschwung sondergleichen, aber auch dafür, dass der Staat in die Miesen gerät. Nach der verlorenen Nationalratswahl 1983 zieht sich Bruno Kreisky aus der Politik zurück. Die letzten Jahre verbringt er überwiegend auf Mallorca, wo er in seinem gelben Käfer Cabriolet die Inselluft genießt. Er stirbt am 29. Juli 1990. Das war heute vor 30 Jahren. Bremen 1, die Chronik. Jederzeit auch in der ARD-Audiothek-App.